Kann ich so rausgehen, Mama? Nein, furchtbar. Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Erstmal danke vorab für die ganzen Zusprüche zu dem Vorhaben hier. Eine negative Sache. Wir hatten ja gesagt, dass wir am Freitag heiraten in dem letzten Video. Haben wir nicht. Nee. haben wir nicht. Wir haben uns dagegen entschieden. Genau, wir lieben uns doch nicht. Nein, doch, oder? Doch. Ja. Nein, der Grund war ganz einfach, dass ich hatte 2 Jahre lang keinen Besuch von Corinna, Nelly auch nicht. Wie viele Tage? An dem Sonntag. Also ich hatte das Video ja auf den Sonntag gedreht und da ging es mir schon dreckig. Ich glaube, es ist komplett leer. Ich bin aufgeregt, aber ich fühle mich echt irgendwie, ich muss, glaube ich, ins Bett. Ja, das war der Besuch von Corinna. Und dann haben wir die Kochzeit abgesagt. Naja. Wie es ist, wa? Ja. Was machen wir jetzt hier heute? Zuallererst abkleben. Ja. Sauber machen. Ja. Und streichen. Hat sich schon ein bisschen was getan. Erst wollte ich die Kamera gar nicht anmachen, beziehungsweise ich habe schon mal ein Intro gedreht und so weiter. Dann sind wir aber so ein bisschen verzweifelt, weil früher wurde ja in den Büros geraucht und so. Auch hier. Das heißt, wir sind einmal mit Weiß rübergegangen und ist alles wieder durchgekommen. Jetzt mussten wir nochmal so, wo haben wir sie? So einen Rauchstopp, Nikotinstopp hier. So eine Farbe mussten wir nochmal holen. Vorher hatten wir ganz normal Alpin Weiß geholt und ja, was soll ich sagen, ich weiß nicht, ob man das auf der Kamera erkennt, aber genau, das ist gemacht und ach, wir haben uns so ein, für die Farbe da unten, haben wir uns so ein Gerät geholt, könnt ihr das sehen, ja, vergiss es, wirklich, also das ist nichts, kostet 160 Euro der Apparat, aber nee, das ist nichts. Vielleicht ist es ein Bedienerfehler, aber wir haben es mit mehreren Leuten ausprobiert und irgendwie hat es keiner eingekriegt. Deswegen. Ja, dann waren wir eben nochmal bei IKEA, haben nochmal ein paar Blümchen geholt. Die stehen jetzt hier einfach nur erstmal so rum. Fenster haben wir auch geputzt, da kann man jetzt auch wieder rausgucken. Die stehen jetzt erstmal hier nur rum. Jetzt müssen wir noch streichen. In der Halle hat sich auch auf jeden Fall schon richtig was getan. Kann ich euch auch noch mal ganz kurz zeigen. Hier wollte ich eigentlich auch streichen, aber das lasse ich jetzt erstmal. Ja, hier. Das kommt morgen früh um 10 Uhr weg. Sonst ist hier schon alles getan. Ich habe von Nellys Bruder 2 Kumpels, die sind zufälligerweise sogar Tischler, beziehungsweise der eine ist Dachdecker, arbeitet jetzt aber im Tischlereibetrieb. Irgendwie so, keine Ahnung. Auf jeden Fall die Leute wissen, oder die beiden wissen, was sie tun und die unterstützen mich und bauen das hier mit auf. Haben wir hier noch einen Kühlschrank, der wird noch einmal von Micha, Firma Rap Fever, foliert, dass ja, ihr hier auch was trinken könnt. Ne? Ja, Getränke sind immer wichtig, so als Gastgeber, sagt man das so? Ja, Getränke sind auf jeden Fall immer wichtig. So, ich hätte normalerweise Zeitraffer machen wollen, habe ich nicht. Guck mal. Ist nur ein kleiner Tropfen auf einen heißen Stein quasi mit dem, was noch zu tun ist, aber das sind die Stühle. Ja, hier habe ich noch so einen Tisch geholt. So einen kleinen. Und Reber Studio Logo hängt auch schon. Das ist von der Firma Styrowerk. Habe ich vorhin ja schon gesagt. Mega cool. Richtig geil. Ja, haben wir viel geschafft heute, würde ich sagen, Bibi. Bin auch geschafft. Ja, danke, dass du mir. Boah, das ist aber ein bisschen hell. Danke, dass du mir geholfen hast. Gerne. Wir sind seit heute Morgen um 7 Uhr, ne? Seit heute Morgen um 7 Uhr sind wir hier am Machen, Farbe gekauft und so weiter. Zwischenzeitlich noch jemanden kurz weggebracht, wiedergekommen. Eigentlich wollten wir jetzt heute noch streichen, machen wir nicht, wischen. Wischen machen wir nicht mehr. Nee.
Machen wir morgen. Ich baue morgen in Ruhe das Büro zu Hause ab und dann geht's weiter. Freunde der Nacht, wer mir bei Insta folgt, hat es schon gesehen, ich mache immer so Tag 1, Tag 2, Tag 3. Die beiden Jungs, die mir hier helfen, die sind ja nach ihrer Arbeit, kommen die dann hierher, weil wie gesagt, die helfen mir halt nur, sind jetzt keine Angestellten oder so, zumindest nicht von mir. Ich wollte euch, dass wir beenden das Video jetzt hier gleich, einmal schon mal den Zwischenstand zeigen. Und zwar, warte, ich gehe mal ein bisschen weg. Ich muss noch weiter weg. Ups, nicht fallen. So, seht ihr das? Brutal, oder? Wir sind jetzt bei Tag 7. Tag 7 immer so 3-4 Stunden. Das ist schon alles mit USB hier komplett ausgelegt. Hier sind 3 mm Hartfaserplatten. Das Problem bei den Hartfaserplatten ist halt, dass hier so ein bisschen, dass sie so ein bisschen blöd gelagert sind und die sind zu groß. Ich dachte, wenn ich den Jungs größere Platten bestelle, dass die da mit der Verarbeitung, dass das schneller geht. Ist leider ein bisschen hinderlich. Gut. Hier die Ecken sind jetzt alle schon gemacht. Hier ist schon mal eine Rundung drinne. Genau, und das wird hier unten, wird das auch nochmal so in Pizzastücken quasi nochmal gemacht. Quasi dann von der Breite auf ja, fast null runter. Und wir müssen jetzt erstmal, weil hier sind überall so, manchmal hast du halt ein bisschen größere Fugen, manchmal hast du ein bisschen kleinere. Ist aber nicht schlimm, weil das haben wir eher so, die Fugen haben wir extra gelassen. Geplant waren so 2-3 mm. Die müssen jetzt noch einmal aufgefräst werden mit so einem Fräser. Und dann muss da mit tiefem Grund reingegangen werden. Das muss ein bisschen trocknen und dann muss es gespachtelt werden, geschliffen werden und so weiter und so fort, dass das wirklich richtig glatt ist. Darfst halt nichts von sehen. Und wenn oben alles fertig ist, dann werden unten die Rundungen auch reingelegt und dann wird der Boden gemacht. Ja, das war's das. Zumindest mit dem Studio. Da muss dann halt muss dann hier halt noch sauber gemacht werden und so weiter und so fort. Der eigentlich für mich persönlich geplante Öffnungstermin war der 2.5. Ob das jetzt so, dieses Licht hier, ob das jetzt noch so stattfinden kann, weiß ich noch nicht. Deswegen steht ja auch überall nur, dass im Mai Eröffnung ist, quasi. Aber es ist wirklich brutal groß, ne? Es ist wirklich, wirklich heftig. Diese komplette Wand hier muss ja auch noch gestrichen werden, die Steinwand eigentlich. Dann wird hier, habe ich glaube ich schon erzählt, der Kühlschrank, der ist jetzt natürlich gebraucht und sieht so ein bisschen
ja, sieht halt schon ein bisschen gebraucht aus. Der wird einmal einfach sauber gemacht und von außen, da wo jetzt Back steht, wird einfach von Micha, Firma Rap Fever, in Schwarz Folie mit Reber Studio einfach nur und hier an der Seite, vielleicht streiche ich das sogar auch einfach nur schwarz, weil auch Folie kostet ja immer ein paar Taler und ja, das Holz hat schon extrem Kohle gefressen. Ich habe auf den Donnerstag die Sachen in den Warenkorb gepackt von der Firma, wo ich das Holz halt bestellt habe und wollte am Sonntag bestellen und 700 Euro teurer. Nur die USB-Platten, 700 Euro. Das ist heftig. Beim Tesla waren es über Nacht 7000, beim Holz waren es 700. Ist schon heftig. Ja, noch irgendwas? Nee, genau. Hier, das Licht wird gerade gebaut. Wobei ich war heute bei einer richtig geilen Firma. Da mache ich auch noch mal ein Video zu, ein extra Video. Weil, wenn du spazieren gehst und das Licht sich andauernd. So müsste besser sein, ne? Wir lassen uns richtig coole oder einen richtig coolen Couchtisch und Wohnzimmertisch gerade fertigen. Und wie gesagt, da kommt auch nochmal ein Video zu, weil das einfach so extrem ist. Wir sind da heute in der Ausstellung gewesen. Ihr könnt es euch wirklich nicht vorstellen. Das ist so heftig. Und die Preise brutal günstig. Also ja, wie gesagt, gibt es ein eigenes Video zu. Und der hat noch so alte Messe-Lichtsysteme. Das könnte auch ganz interessant sein, weil hier zum Beispiel in der Ecke, es ist immer schwer, euch das von der Größe her zu vermitteln, da in die Ecke, ich habe ja noch die Firma, die Hebebühne von der Firma Arezzo, da, die soll da geparkt werden. Dann brauche ich noch so Auffahrrampen, am liebsten hätte ich die aus Metall, gibt es bei Arezzo auch. Oder ja, ich lasse die Jungs das irgendwie aus Holz bauen. Muss ich mal gucken. Und der soll dann da geparkt werden und dann soll der eigentlich auch so ein bisschen beleuchtet werden, dass für die Zuschauer, oder nein, nicht für die Zuschauer, dass für die Kunden, die sich zum Beispiel auch den Golf noch nicht in live angesehen haben und dies gerne möchten, dass sie das tun können, wenn ich unterdessen dann das Auto von denen shoote. Genau. Das war's. Bro habt ihr gesehen, Hohlkehle habt ihr gesehen. Da folgt noch ein Video. Ich wollte euch nur nicht so lange warten lassen, weil mir bei Instagram wirklich viele, viele Leute schreiben, bitte begleitet das mit der Kamera und so weiter. Auch bei YouTube habt ihr ja kommentiert, ich soll das auf jeden Fall begleiten. Und ich versuche das so gut es geht immer zu machen, aber das ist ja manchmal nicht ganz so einfach. Gut, das war's. Danke fürs Zugucken. Bis zum nächsten Mal. Ciao.